Diese Familie ist eins mit Ski, Schnee und Powder. Das sind die Danners. Florian. Seit 2008 ist der gebürtige Oberösterreicher Puls 4 Moderator. Für ihn heißt es um 5.30 Uhr Tagwache fürs Frühstücksfernsehen. Florian ist mit der Mühlviertlerin Christina verheiratet. Sie arbeitet in einer PR-Agentur, ist Influencerin und schreibt für den Blog Die Danners. Und da kommen auch Theo und Noah vor. Die beiden Jungs sind 7 und 10 Jahre alt. Eine echt nette Familie aus dem Wienerwald. Heute reisen sie mit dem Zug nach Oberösterreich. Wir sind es gewohnt, dass wir bald aufstehen natürlich fürs Skifahren, damit man nur den besten Schnee in der Früh gleich erwischt. Heute fahren wir eben öffentlich einmal hin. Und das Coole ist einfach, dass wir relativ mit wenig Gepäck, also wir haben jetzt da die Helme hinten dabei, reisen und damit sehr entspannt hoffentlich gleich ankommen dann beim Skifahren. Du hast keinen Parkplatzstress, du hast keinen Stau und öffentlich fahren. Die Kinder können sich freier bewegen. Es ist einfach für die ganze Familie viel entspannter. Aber zuerst Fahrplan checken, App laden, Freizeitticket kaufen, los geht's. Du kannst das in der App kaufen, du kannst das auf die Automaten kaufen oder im Zug. Und es können 2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder fahren. Und das ist natürlich für Families und Friends total super. Wenn eine Familie auf Reisen geht, dann mit wenig Gepäck, aber nie ohne Süßigkeiten. Theo und Noah, die beiden Jungs, geben schließlich Gas auf der Piste. Unsere 2 Buben, da müssen wir eigentlich schon schauen, dass wir nachkommen. Warum schaust du mich da jetzt an? Aber nein, also sie sind total tüchtig. Natürlich braucht es dann einen Mittagssnack und vielleicht packt man sich in den Rucksack halt auch ein paar Gummibärli ein. Achtung, Zug fährt ein. Die Reise führt die Familie jetzt nach Hinterstoder. Die Danners sind Sparfüchse. Das Freizeitticket gilt nicht nur in den Regionalzügen, sondern in allen Bussen in Oberösterreich. Das ist die neue 10er Hössbahn. Die alte 6er Gondelbahn ist im Ruhestand. 89 Kabinen befördern in einer Stunde 3200 Gäste ins Winter Wonderland. Immer mehr lassen die Ski zu Hause. Nicht, weil sie unsportlich sind, sondern weil sie praktisch denken. Die Bestellung kommt einer, wir reservieren das. Der kann sich dann zu Hause eben diesen Voucher ausdrucken oder eben die Bestätigung kriegt er ja aufs Handy per Mail. Dann kommt er mit dem einfach her. Sie können jedes Jahr das neueste Material probieren. Sie können sogar am gleichen Tag 2, 3 Modelle probieren, weil ja wir einen Shop im Skigebiet haben. Da können Sie dann ganz unkompliziert tauschen. Das Material ist servisiert und gewachselt. Na, hoffentlich werden die für ein Danner Familienmitglied nicht zu schnell. Zwinker-Smiley. Jetzt wird es entscheidend. Welcher Fahrkönnen hat denn der Florian angegeben? Der Florian ist ein Durchschnittsfahrer, so wie ich das ausgelesen habe. Ja, Durchschnitt bis leicht sportlich. Seine Fahrkünste sehen wir gleich auf der Piste. Nie wieder Skischleppen. Es gibt auch Depots zur Jahresmiete. Man kann sich da um 100 Euro in der Saison so einen Spind mieten. Da werden die Sachen getrocknet, desinfiziert. Und der kommt zum Beispiel wie die Familie Danner mit öffentlichen Verkehrsmitteln, hat sich Rucksackerl dabei und nimmt noch die getrockneten Skischuhe aus dem Spind raus, zieht die an, nimmt die Ski da raus und hat einen schönen Skitag. Aber nicht nur die Jahresmitte, sondern eben auch für Gäste. Das kann man tageweise, das kann man wochenweise machen, ganz wie man möchte. So, jetzt aber rauf auf die Bretteln. So, liebe Danners, wie würdet ihr eure Schwünge einschätzen? Er kann es immer noch nicht. Ich habe eine Skilehrerin geheiratet. Aus gutem Grund. Vorfäller. Genau. Und sie ist dann aufs Snowboard umgestiegen. Also ich komme aus Kirchschlag und da wird man auf der Skipiste groß. Und ich bin eh ganz lange Skifahrerin gewesen, aber irgendwann war es einfach dann cooler mit dem Board und dann bin ich dabei geblieben. Kannst du das nachvollziehen? Bist du schon mal auf ein Snowboard gestanden? Ich bin Team Schwiegerpapa, der auch darüber nur den Kopf schüttelt. Aber es hilft nichts. Nobody is perfect. Jede Gondelfahrt ist so schön, wenn man gar nicht zusammenkommt, weil man so viele Fotos machen muss in alle Richtungen. Und dann da die frische Luft. Es ist
arschkalt, aber es ist ein Traum. Stärkung gibt's auf der Bärenhütte und dann im Liegestuhl die Sonne genießen. Natürlich inklusive Selfie für den persönlichen Familienblog. So muss ein Skitag sein. Happy Family Life mit Sonnenschein und gemütlicher An- und Abreise.